Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Samstagspodcast. Heute geht es hauptsächlich um Sekiro, deshalb nur eine kurze Vorwarnung. Ich zeige Videomaterial, aber es handelt sich dabei nur um die allerersten Bosse und die allerersten Zwischenbosse. Also keine Sorge, das erreicht man in der Regel in den ersten Stunden des Spiels. Das Thema könnt ihr euch ja denken, ihr habt den Titel gesehen, das ist so... Ich bereue den Kauf von Sekiro ein wenig, vielleicht nicht aus den Gründen, die ihr denkt, vielleicht, wenn ihr mich gut kennt, aus exakt den Gründen, die ihr denkt. Bleibt bis zum Schluss, um es herauszufinden. Ich habe mir furchtbar viele Gedanken gemacht und einen Text dazu verfaselt, ja, pseudo-intellektuell mich ausgedrückt und festgestellt, ich mag das nicht. Echt, ich mag das nicht so abzulesen. Ich will lieber so frei Bauch reden. Und ich habe ein Problem damit zu erklären, was mein Bauch von Sekiro hält. Deswegen fangen wir einfach mal am besten damit an, was ich an dem Spiel vermisse. Ich vermisse eine Menge sogar. Ich vermisse das Looten und Leveln. Aber das ist noch nicht mal der Hauptpunkt. Ich vermisse ein anständiges Belohnungssystem, würde ich das jetzt erstmal nennen, obwohl es nicht ein reines Belohnungssystem ist. Das ist mit dem verbunden, dass es kein richtiges Looten und Leveln gibt. Ich kann euch an dieser Stelle verraten, ja, euer Charakter verbessert sich, auch wenn FromSoft natürlich sagt, nee, es gibt kein Levelsystem. Das stimmt, es gibt kein Attributsystem, aber es ist durchaus so, dass ihr eure HP, eure Posture und eure Angriffswerte erhöhen könnt. Also das ist schon so, dass Sekiro am Anfang des Spiels nicht der gleiche Sekiro am Ende des Spiels ist, was eure reinen Werte angeht. Natürlich auch eure Skills und Gadgets etc. Aber die reinen Werte, die steigen ein wenig mit. Und ich kann das jetzt nochmal erläutern, wer es noch nicht weiß. Also in Sekiro muss man Zwischenbosse besiegen. Man kriegt so Perlen und aus Perlen kann man eine Gebetskette formen. Man braucht 4 dieser Perlen und dann kann man sie an so einer Buddha-Statue opfern und dann kriegt man HP und Posture. Posture ist euer, ja, für Souls-Spieler ist das sowas wie die Poise. Wenn jemand eure Posture bricht, kann er euch mit einer Combo, also mit so einer Art Quicktime-Event-mäßigen Cutscene euch umbratzen und genauso ihr auch. Und so besiegt man auch Bosse, indem man, wenn sie 2, 3 rote Punkte haben, muss man diese roten Punkte runterarbeiten, indem man 2 eben oder 3-mal die Posture bricht und dann mit so einer Cutscene sozusagen ihnen einen Todesstoß verpasst. Und manche Zwischenbosse brauchen einen Todesstoß, andere wieder 2, andere wieder 3. So funktioniert das. Also ihr müsst Todesstoße landen, ansonsten macht ihr nicht wirklich Damage. Also ihr macht schon Damage. Die Gegner haben eine HP-Leiste. Und wenn ihr die HP-Leiste runtergeknallt habt, dann könnt ihr auch wieder einen Todesstoß setzen oder ihr lasst den Gegner einfach zu Boden fallen und dann liegt er eben flach am Boden und ist kaputt. Funktioniert nicht bei Bossen. Bei Bossen muss man einen speziellen Todesstoß setzen. Das ist allerdings easy peasy, weil man hämmert sowieso wie ein Geistesgestörter auf den Button, um den Stoß zu setzen und man muss einfach einmal mehr klicken als bei normalen Zwischengegnern. Das ist alles. Es ist so ein bisschen wie ein Quicktime-Event. Dann leuchtet es rot auf und ihr müsst drücken. Und dann leuchtet es nochmal rot auf und ihr müsst wieder drücken. Klinge ich gerade frustriert, weil ich es vielleicht ein bisschen bin, aber nochmal eben zurück zum Belohnungssystem, wie ich es nennen möchte. Ich schwang ja diese Woche zwischen diesem Podcast hier und dem, warum ich der Meinung bin, dass mich Souls verdorben hat. Und ich muss daraus ein kleines bisschen was rausziehen, um euch das zu erklären. Wenn man in Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne Bosse tötet, dann kriegt man ganz viele Sachen. Man kriegt zum Beispiel einen Fortschritt. Man kann sozusagen ins nächste Gebiet gehen. Man kriegt Lore, weil man in der Regel einen Gegenstand bekommt, den man dann wieder lesen kann, verstehen kann, was steht da geschrieben, und es addiert zum großen Ganzen Geheimnisvollen hinzu. So eine Bossseele kann häufig in Zauber oder Waffen umgewandelt werden und das in verschiedenster Form. Und meistens kann man dann noch die Rüstungen dieser Bosse bei irgendeinem der NPCs erwerben.
im Großen und Ganzen kriegt man sehr viel, wenn man so einen Boss killt. Manche hinterlassen sogar echten Loot. Also bei manchen muss man was abhaken. So, wir kennen den Tailcut von Dark Souls, ganz klassisch die Gargoyles, jetzt nur als Beispiel. Und auch wieder die Gargoyles als Beispiel, weil es der erste Boss ist, der kann auch Waffen hinterlassen oder einen Helm oder ein Schild. Ganz klassisch, einfach Loot, normaler Loot. Und ich finde das großartig. Man gibt sich viel Mühe, ja. Und ich will den Casual-Spieler nicht schlecht reden, ganz im Gegenteil. Ich finde, dass Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne den Casual-Spieler sehr ernst nehmen. Sie nehmen ihn sehr ernst. Die wollen diese Leute belohnen. Und zwar angemessen, nicht einfach nur so ein bisschen, sondern du hast das geschafft, Alter. Du hast den Boss umgeknallt. Hier hast du erstmal. Bedien dich. Geht aufs Haus. So, man hat so ein richtig gutes Gefühl. Die Bosse werden einem nicht geschenkt und man knackt sie trotzdem mit seiner eigenen Herangehensweise, mit seiner eigenen Fantasie und Lösungsansätzen. Ja, der eine ist voll der krasse Nahkämpfer, der andere ist mega gepanzert hinter einem dicken Tower Shield, der dritte zaubert und der vierte rennt einfach nur im Kreis und schreit, aber trotzdem klappt es irgendwie. Und man hat diesen kreativen Ansatz, wie löse ich das Problem, vor dem ich stehe, und dann kommt die geile Belohnung am Ende. Und das fehlt bei Sekiro komplett. Sekiro nimmt den normalen Spieler, mich zum Beispiel, ich bin casual, nicht ernst. Was ich damit sagen will ist, manche dieser Zwischenbosse sind unfassbar schwer. Sie sind unfassbar schwer für mich, weil ich leider Gottes nicht die Zeit habe, mich in die Mechanik des Spiels reinzuüben. Hätte ich das, hätte ich nicht das Problem, dass mir Sekiro als wirklich schwer vorkommt. Und das ist mein persönliches Problem, das verstehe ich, aber vielleicht erkennt ihr euch da drin selbst wieder. Also sterbe ich 30 oder 40 Mal bei einem Zwischenboss, ich denke da jetzt an einen ganz besonderen. Und was kriege ich als Belohnung? Ja, was kriege ich als Belohnung? Ich habe meine gesamten Ressourcen verballert. Ich habe sämtliches Geld verloren. Ich habe sämtliche Skillpunkte verloren. Ich habe unglaublich viel Freizeit verloren. Und was kriege ich als Belohnung? Eine Perle. Ich kriege eine Perle. Und das ist einfach so, da fühlt man sich so als Casual-Kack-Noob, der ich ja bin, fühlt man sich so ein bisschen so, Alter, ernsthaft? Ich habe, nachdem ich den besiegt habe und das Gelände gelootet habe, habe ich das Spiel ausgemacht. Das 2 Tage lang nicht mehr angemacht. Ernsthaft, also ja, ich war frustriert und man hört es vielleicht auch immer noch raus, dass ich das als unfair empfinde, wie das gehandhabt wird, aber es überträgt sich auf vieles. Es gibt Zwischenbosse, die werden euch unglaublich leicht fallen, weil sie Mechaniken verwenden, die ihr von anderen Gegnern kennt und ihr habt an diesen anderen Gegnern schon mal ein bisschen üben können, sodass wenn der Zwischenboss kommt, dann habt ihr so ja, 5-6 Versuche und meistens klappt das dann. Aber, Alter, manche wischen mit euch den Boden und ich weiß, dass man sie nicht machen muss. Natürlich kann man später wiederkommen, meine Fresse, das ist doch klar. Das Spiel ist sehr offen. Es gibt so viele verschiedene Gebiete ab einem gewissen Punkt, die man alle unabhängig voneinander bereisen kann. Alter Schwede, das Spiel ist wirklich gut designt, was offene Karten angeht und Bewegungs- und Bewegungsfreiraum angeht. Aber nun seid ihr schon mal da, ihr steht davor, ihr habt ihn jetzt ein paar Mal gemacht. Was macht der Standardspieler, zu dem ich mich zähle? Er bleibt natürlich dabei, er sagt sich nicht, okay, willst du was, ich komme irgendwann wieder, hoffentlich vergesse ich dich nur nicht. Nee, man denkt sich, okay, ich übe jetzt den, ich bleibe jetzt so lange hier, bis ich es kann, weil klar kann ich das lösen. Ich habe es ja schon gesehen. Ich habe ihn ja schon mehrfach halb tot gekriegt. Also muss ich einfach die gleiche Leistung, die ich vorher gebracht habe, nur noch einmal durchziehen und dann ist er weg. Nur es ist eben nicht so einfach häufig. Das Problem ist auch, das Spiel geht nicht respektvoll mit meiner Freizeit um. Also
Ein anderer Zwischenboss. Ist ja egal welcher, ein anderer einfach. Ich muss wahnsinnig viele Gegner töten auf dem Weg zu ihm, um ihn überhaupt üben zu können. Und dann ist der Typ aber in der Lage, zu dem Zeitpunkt, wo ich bei ihm ankomme, mich zu one-shotten. Das heißt, ich kann ihn gar nicht üben. Ich schaffe es nicht, meine Ressourcen zu verbrauchen in einem Trainingskampf. Ich komme da an, hab vielleicht ein bisschen Pech, bin sofort tot. Gut, sagt sich jetzt der eine oder andere, alles klar, dann stirbt man mal eben 30 Mal hintereinander. Aber ihr werdet jedes Mal bestraft. Es ist nicht einfach nur, dass ihr Geld und Skillpunkte verliert, wenn ihr stirbt. Ihr verbreitet auch eine gewisse Krankheit unter euren NPCs, die gewisse Questfortschritte verhindern. Natürlich, man kann das alles heilen, aber trotzdem ist man dann so, oh nein, jetzt sind schon die Nächsten wieder krank. Und dann denkst du immer so, Kacke, wieso kann ich das nicht in Ruhe üben? Wieso ist das so ein dummes Schwein, echt. Was ich an Sekiro, was mich daran wirklich Hand aufs Herz, was mich daran wirklich nervt, ist, dass ich nicht die angemessene Zeit besitze, die ich gerne hätte, um dieses Spiel zu erlernen und zu meistern. Sekiro ist ziemlich gut. Muss leider gestehen, es ist wirklich gut. Die Geschichte ist spannend, die Gebiete sind ein Augenschmaus. Wenn die Kämpfe flutschen, und das wird wirklich heftig betont auf wenn, dann sieht das Spiel so fantastisch aus. Mit geiler Geräuschkulisse, mit diesen geilen Schatten in dem hohen Gras mit den Schwertern und das macht nur kling, 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 du bist am Ausweichen und hier Todesstoß, da kommt der nächste Gegner und bam, bam, bam. Hier ausgewichen, da auf den Speer drauf getreten, hier mal eben Salto hingelegt, mit dem Enterhaken weggezogen, zurückgejumpt, mit einem dicken Looping nochmal rein. Und das fühlt sich so gut an. Aber das ist leider super selten der Fall, weil ich nicht die Zeit habe, jeden Gegner auswendig zu lernen. Und weil ich nicht die Zeit habe, die wirklich schwierigen Mechaniken von Sekiro zu erlernen. Sicherlich. In ein paar Tagen oder in 2-3 Wochen bin ich einfach durch diese reingehämmerte Routine jeden Tag ein bisschen in der Lage, Sekiro gut und flüssig zu spielen. Und wenn ich mir dann diesen Podcast anhöre, dann werde ich mir denken, oh, Alex, was heulst du, es läuft doch. Ja, es ist ja logisch, dass das irgendwann laufen wird. Nur wenn man es sich zulegt und wenn man sich so freut, so, yeah, Alter, ich hau mich jetzt auf die Couch und dann wird Sekiro gesuchtet und dann kriegt man so ein auf die Fresse, dass einem echt die Laune vergeht. Du denkst dir nur so, fuck, wie können denn das Leute spielen und genießen? Natürlich gibt es diesen Moment bei Bossen und bei Zwischenbossen und bei normalen Gegnern, so diesen Klick-Moment, so dieses, ah, jetzt habe ich es verstanden. Und wenn dieser Moment eingesetzt ist, dann habt ihr wieder Motivation und voll das Gefühl, so jetzt wird's funktionieren. Und diesen Punkt zu erreichen, das kostet einfach wirklich Freizeit. Ich hatte sehr frustrierte Abende, wo ich wirklich nur diesen Zwischenboss gemacht habe und nichts anderes. Und ich habe ihn nicht besiegt und habe die PlayStation ausgemacht, weil ich ins Bett gehen musste. Also ich bin vielleicht auch ein schlechtes Maßstab. Ich habe nicht so viel Zeit zur Verfügung zu daddeln, wie ihr jetzt vielleicht denkt, aber ich muss mir das immer gut einteilen. Was mache ich jetzt? Mache ich Handwerk, eine Videoaufnahme für YouTube oder spiele ich selber für meine eigene Unterhaltung? Grundsätzlich ist Sekiro echt toll, also leider geil, echt. Und es scheint so, ich bin relativ weit, habe ich das Gefühl, es scheint so, dass Quests von NPCs ziemlich komplex sein können und ineinander rein verwebt und wenn man den einen NPC das gibt, dann passiert bei dem anderen dies und jenes und dann kann man einen dahin schicken, den anderen hier hinschicken und dann reagiert irgendetwas, passiert irgendetwas, wo man sich dann denkt so, oh geil, ich würde echt gerne meine Zähne rein versenken und dann fällt mir wieder ein, ah nee, Moment, um in das Gebiet zu kommen, muss ich an diesem behinderten Fernkampf zwischen Boss vorbei. Oh, hab ich jetzt gerade keinen Bock zu, kann ich irgendwo anders längs gehen? Und das ist der Kerngrund, warum ich es bereue, es gekauft zu haben, weil ich nicht die angemessene Zeit habe, die ich gerne hätte, um das Spiel so zu erlernen, wie ich es gerne hätte.
damit ich es durch und durch genießen kann. Das ist wirklich auf einen Punkt zusammengefasst. Ja, natürlich, es fehlen Mechaniken und manche Sachen sind so dumm. Warum muss jedes Mal der Bildschirm auftauchen, wenn ich einen Gegenstand aufhebe, den ich schon 20 Mal aufgehoben habe? Dann denke ich mir jedes Mal, unterbreche nicht meinen Spielfluss. Ich habe so selten Spielfluss. Warum wird er mir mit einem Aufheben eines kleinen Geldbeutels jedes Mal unterbrochen? Im Großen und Ganzen kann ich aber wahrscheinlich eine Kaufempfehlung aussprechen, denn ich glaube kaum, oder es gibt sicherlich weniger Leute, die noch weniger Zeit zum Daddeln zur Verfügung haben als ich. Ich sag mal, jeder, der etwas mehr hat, sollte Sekiro sich zulegen. Es ist ein tolles Gefühl jetzt im Moment. Es ist so ein bisschen wie damals Demon's Souls. Die Leute tauchten in unbekannte Gewässer, unbekannte Mechaniken, unbekannte Bosse, Welten. Das war toll. Das war toll damals. Und im Moment ist das so ein bisschen mit Sekiro auch. Wenn man so ins Wiki guckt, weil man vom Spiel irgendwie völlig verwirrt ist, und dann schaut man ins Wiki und stellt fest, keiner weiß es. Keiner weiß es. Das ist so aufregend. Gut, du bist immer noch verwirrt, weil du nicht verstehst, was gerade passiert ist. So, was habe ich gemacht? So, fuck. Ist das schlimm? Und dann stellst du fest, so, aber eigentlich ist das ziemlich spannend, Alter. Es gibt keinen Eintrag dazu. Ja, fuck. Wie nice ist das? Das ist ein tolles Gefühl, dass es in ein paar Monaten nicht mehr geben wird, es sei denn, man isoliert sich beim Spielen für das Spiel allein und schlägt dann nicht kurz nach, so wie das bei mir der Fall war. Ich habe echt nicht gerafft, was gerade passiert ist, Mann. Ich wollte mal nachgucken. Und stell fest, der Eintrag ist voller Fragezeichen und bei den Kommentaren sind genauso Schlümpfe wie ich, die sagen, what the fuck just happened? Jeder, der sich mit dem Spiel noch unsicher ist, kann ja vielleicht darauf warten, dass das einfach etwas reduzierter wird im Preis und es sich dann zulegen und denkt einfach beim Daddeln, ja, es dauert einen Moment, bis es klickt und nein, ihr müsst nicht wie der Alex gegen diese beschissene Wand laufen, sondern geht vielleicht doch erstmal woanders lang. Es gibt so viele Wege, zumindest im Moment, und ich bin schon echt viele Spielstunden drin und ich weiß nicht, wo ich längs gehen soll, weil es so viele Wege sind und die sehen alle gefährlich aus als der andere und ich weiß nicht, wo ich längs gehen soll. Ah, ist das schön. Ich wünschte das Scheißspiel wäre nicht so schwer oder ich hätte einfach mehr Zeit, um es zu lernen. Meine Freunde, schreibt mir bitte eure Meinung. Ja, ich kann doch nicht der Einzige sein, der so denkt. Also ehrlich, ich meine, kann doch nicht der Einzige sein. Also, macht es gut alle zusammen. Habt ein tolles Wochenende. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.